Na damit, hallo und herzlich willkommen zurück im Sumpf von Jakender. Es wird Zeit, dass ich mal Richtung Banditenlager gehe. Ich werde aber vorher noch kurz hier oben versuchen, mich durch diese ganzen Steinwächter durchzuprügeln, weil da liegt noch etwas, was ich im Banditenlager brauchen werde. Allerdings wird das interessant. Ich denke mal, sobald Thora hier oben ist, wird sie anfangen, die Steinwächter anzugreifen, oder? Mal vorsichtig sein, wenn ich jetzt weiter hochgehe, dann erwachen die, glaube ich, zum Leben. Da ist schon wieder eins von diesen Drecksviechern. Ja, das dachte ich mir nämlich. Und das wird sie nicht lange überleben. Glaube ich. Das wird sie nicht lange überleben. Hörst du auf, Thora zu schlagen? Und da ist sie auch schon tot. Das ist nämlich genau das, was ich gemeint habe. Der Part da oben wird interessant. Ich muss es mal irgendwie schaffen, dass ich diese Steinwächter da einzeln runterziehe. Weil sobald Thora da reinprügelt, wird es interessant. Kann ich dich schnell da runterlocken? Einfach, dass wir einen nach dem... Ah, da kommen schon zwei auf einmal. Verdammt, ich krieg die andere nicht anvisiert. Wenn da zwei nebeneinander stehen... Ich wollte eigentlich den von Thora schlagen, aber das hat irgendwie nicht so toll funktioniert. Alleine wäre es leichter. Ich könnte Thora sagen, dass sie warten soll, weil alleine wäre es, denke ich, ein bisschen leichter. Da könnte ich die vielleicht so einen nach dem anderen rauslocken. Und ich bräuchte auch eine stumpfe Waffe, die würde einen Bonusschaden machen, glaube ich. Soll ich vielleicht Magie benutzen? Soll ich einfach einen Feuerregen hier reinhauen? Vor allem, das sind echt viele Steinwächter. Was passiert denn, wenn ich Thora sagt, dass sie hier mal warten soll? Warte hier. Warte hier. Gut. Mal gucken, wo sie sich hinstellt. Okay. Hier darf sie mal warten. Und ich glaube, ich mache das jetzt einfach mit dem Feuerregen. Man kann sich jetzt streiten, ob der Feuerregen verschwendet ist, weil im Minental gibt es so viele Orks, die man töten könnte. Aber im Minental habe ich dann auch die Klaue Belias. Au, au, au. Jetzt muss ich nur noch lebendig die alle irgendwie zusammenziehen. Jetzt muss ich nur noch irgendwo lebendig ankommen und dann... Ja, weil ganz ehrlich, diese Steinwächter wären ekelhaft geworden. Ich weiß nicht, wie ich die sonst immer gemacht habe. Hey. Jetzt komm mal wieder mit. Komm mit. Wo willst du hin? Ich brauche deine Hilfe. Das ist gut. Ich weiß. Komm mit, Thora. Ich weiß nicht, wie ich die sonst immer gemacht habe. Vielleicht einzeln rausgezogen und dann einzeln getötet. Ich habe keine Ahnung. Aber am Ende des Spiels... Nichts zu plündern. Irgendwer hat hier aber... Nichts zu plündern. Hat hier nicht irgendjemand einen Schlüssel? Ja, genau. Weil am Ende des Spiels stehe ich immer mit 5 feuerigen Spruchrollen da und denke mir, hätte ich die mal benutzt? Also deswegen komme ich diesmal... dieser Situation zuvor. So. Das war erstmal alles, was ich im Sumpf machen wollte. Ich könnte den Sumpf gleich... Soll ich den Sumpf gleich ganz fertig machen? Ich könnte gleich über Juan gehen. Ich könnte gleich über Juan gehen und könnte Juan töten. Jetzt überlege ich mal, ob... das einen Unterschied macht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann Juan gleich töten, dann muss ich in den Sumpf überhaupt nicht mehr rein. Und ich muss mir auch überlegen, ob ich Thora jetzt ins Banditenlager überhaupt mit reinnehme. Da gibt es ja zum Anfang nicht so viele Viecher. Eigentlich überhaupt keine. Bei der sie mir hier helfen könnte. Ich könnte sie mal ins Banditenlager mit reinnehmen und einfach mal gucken, was da so passiert. Wenn sie so im Banditenlager unterwegs ist. Soll ich jetzt rechts über Juan gehen oder... Ach, wisst ihr was? Ich gehe zuerst mal zurück ins Banditenlager, glaube ich. Ich schau mal, dass ich hier schnell irgendwo den Teleporter finde. Ich meine, ich spiele das Spiel seit 15 Jahren, aber im Sumpf auskennen tue ich mich immer noch nicht. Irgendwo hier ist doch der genau, da hinten ist der Teleporter. Ja, und die Leiter. Es kann was werden. Ich
könnte den Sumpf nochmal fertig machen, aber... Ach komm, ich werde Tora mal für eine Zeit lang, jetzt war ich sehr lang mit einem Begleiter unterwegs, aber im Banditenlager, ich könnte sie mal später mitnehmen, um zu gucken, wie die sich so verhält, wenn ich anfange, Banditen abzuschlachten. Aber... Doch, wisst ihr was? Ich nehme sie sogar noch eine Zeit lang mit. Das ist der Teleporter. Okay, den Teleporter benutze ich später. Ja, ich nehme sie sogar noch eine Zeit lang mit. Weil mich würde mal interessieren, was sie so macht, wenn ich jetzt mich gleich mit Franco prügel. Vielen Dank, liebe Tora. Ziehe ich mich mal um und... mal gucken, wie die sich dann bei den Banditen überhaupt so verhält. Ich denke mal schon, dass die Banditen sie nicht angreifen werden, nur weil sie keine Rüstung anhat. Aber ich mal gucken, was sie macht, wenn ich Franco angreife. Genau, ja, die... Moment, sie greift die Banditen an. Mach dich fertig. Aber interessant ist, dass sie die... dass die Banditen sie auch angegriffen haben, obwohl sie den Kampf noch gar nicht gestartet hat. Nur mal kurz was gucken. Neutral zu Monster und Banditen bis zum Kampf. Jetzt ist es an. Okay, jetzt greift sie keine Monster und keine Banditen mehr an, aber es kann sein, dass die Banditen sie angreifen. Schauen wir einfach mal. Mal gucken, was passiert. Okay, alles klar. Ja, oder auch doch nicht. Schade. Aber warum greifen die Banditen denn erst zu spät an? Normalerweise, wenn man da ohne Rüstung hingeht, greifen die mich schon von 20 Kilometern aus an. Trennen, bleibt zurück. Vielleicht kommt sie nicht ins Lager mit rein, dann hat sich's eh erledigt. Halte zu mir, greif jeden an. Ich stelle jetzt mal beides um. Ich stelle jetzt mal sowohl das um, als auch das um. Und schau mal, was jetzt passiert. Aber das wird nicht verändern, dass die Banditen sie angreifen, denke ich mal. Guck mal, was passiert. Die greifen halt sehr spät erst an. Ne, aber sie greifen sie immer noch an. Das ist halt was, das... Nee. Schade eigentlich. Ich versuche sie mal über den normalen Eingang dann mit Franco mitzunehmen. Vielleicht... ignorieren sie die anderen Banditen und nur die sind irgendwie anders. Aber dann schicke ich sie jetzt erstmal zurück. Ich gehe jetzt dann mal ins Banditenlager rein und schicke sie jetzt erstmal zurück. Canyon. Tempelportal. Was war denn hier der Sumpf? Ich kenne mich hier nie aus. Sumpf. Ich wollte nur noch mal schnell ein zweites Mal durchgehen, damit ich halt auch die EP dafür kriege. Okay, dann kann Tora nicht mit ins Banditenlager. Ich hätte sie, glaube ich, eh nicht mitgenommen. Weil... im Banditenlager hat sie jetzt nicht so viel zu tun, da würde sie mir die ganze Zeit nur hinterherlaufen. Okay, wenn ich schon mal hier bin, dann schaue ich hier gleich mal hoch. Ist auch, glaube ich, noch einer von Gregs Verstecken. Das Gold, was da drin ist, brauche ich nicht. Aber in zwei oder drei von den Verstecken sind, glaube ich, Steintafeln drin. Ich meine, ich habe die Sprache noch nicht gelernt, ich werde sie aber lernen. Von daher sind die schon wichtig. Irgendwo war hier oben einer, glaube ich. Ich sehe es jetzt nur gerade wieder nicht, wegen den ganzen Pflanzen hier. Ich glaube, man kann von hier aus sogar das Easter Egg sehen. Vielleicht kannte das der eine oder andere noch nicht. Ich versuche euch gleich mal was zu zeigen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man das von hier aus sehen kann. Man kann es vielleicht sehen, aber nicht wirklich lesen. Mal kurz was gucken. Ist es noch ein Baum weiter? Es könnte sein, dass es noch ein Baum weiter ist. Nein, nein, nicht runterrutschen, jetzt bin ich tot. Es müsste... Der Baum, seht ihr da oben den... seht ihr da oben an dem Baum diesen Zettel? Zack! Und tot. So schnell kann es laufen. Aber habt ihr den Zettel da oben gesehen? Also man kann das Easter Egg wohl sehen von hier aus, aber lesen kann man es nicht. Ja, es ist halt so ein bisschen... Genau, da oben sieht man den Zettel. Tja, was da wohl draufsteht.
Einige Geheimnisse müssen nun mal ungelüftet bleiben. Da kommt man auch nicht hoch ohne den Marvin-Modus. Und da ich keinen Marvin-Modus benutze, vor allem nicht in dem Durchgang... Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Eigentlich braucht's da überhaupt keinen zweiten Satz dahinter. Ich benutze den Marvin-Modus nicht. Ich habe mich da mal als Kind hochgeholt, per Marvin-Modus, um das Ding mal zu lesen. Und dann mal außerhalb vom Spiel einfach mal kurz Gothic installiert. Und mal schnell hochgeflogen, um das Ding mal zu lesen. Und ich habe es im Forum mal gelesen. Aber während einem normalen Durchgang benutze ich den Marvin-Modus nie. Weil ich habe so das Gefühl, wenn ich jetzt den Marvin-Modus anmachen würde, also das ist dieser Cheat-Modus, falls jemand den Marvin-Modus nicht kennt, damit kann man dann in Gothic irgendwelche Cheats machen. Und ich habe das Gefühl, wenn ich den Marvin-Modus nur einmal anmachen würde und sofort wieder ausmachen würde oder einen alten Speicherstand laden würde oder sonst irgendwas, dann würde sich der gesamte Spielstand gleich irgendwie gecheatet anfühlen. Das ist einfach so ein Gefühl, obwohl ich weiß, dass sich nichts verändert hat, könnte ich den Modus nicht benutzen. Ich gehe nur mal auf Nummer sicher und sag Tora mal, dass sie auch hier wirklich warten soll. Ich fürchte, ich muss mich von dir trennen. Ja, ich muss ihren Dialog leider wegklicken, weil das bricht mir immer das Herz, wenn sie sagt, ja, ich hätte dich für schlauer gehalten. Weil die wartet jetzt hier mal. Ich werde jetzt mal die Sprache lernen. Bevor ich das vergesse, Myxia ist, glaube ich, er, oder? Ja. Warte mal. Jetzt werde ich die fremde Sprache lernen. Lehre mich die fremde Sprache. Fangen wir erst einmal einfach an. Mhm. Ich kann dich zu Anfang die Sprache der Bauern lehren. Mhm. Texte, die in der Sprache der Bauern geschrieben sind, handeln in der Regel von weltlichen Belangen wie Arbeit, Liebe oder die Beschaffung von Lebensmitteln. Mhm. Es war die gemeine Sprache der Stadt. Die meisten Texte, die man hier findet, wirst du damit verstehen können. Das ist richtig, ja. Und wenn man irgendwie... Jetzt wollte ich sagen, was Lustiges hören will, aber ich wusste zum Beispiel nicht, ihr könnt mal die Sprache nicht lernen und könnt dann mal später diesen Quahodron, den Geist, beschwören. Ich wusste bis vor einer kurzen Zeit nicht, dass man die Sprache können muss, um überhaupt mit dem zu reden. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Stimmt. Aber ich brauche die gesamte Sprache, bitte. Lehre mich die fremde Sprache. Die Sprache der Bauern kennst du ja bereits. Mhm. Die Sprache der Krieger ist schon etwas schwieriger. Texte, die in der Sprache der Krieger geschrieben wurden, handeln meistens von Waffen und dem Krieg. Du wirst einige für dich nützliche Dinge dort erfahren. Ach, her damit. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich ja, sind. Ja, außer die Sprache der Priester. Die sind immer noch ein Rätsel. Lehre mich die fremde Sprache. Die hohe Sprache der Priester ist wahrhaftig sehr schwer zu verstehen. Aber ich kann sie dir gerne zeigen. Mhm. In der Sprache der Priester sind vor allem heilige Schriften verfasst, die Geschichte und Magie der Erbauer erklären. Jeder dieser Texte ist eine wahre Kostbarkeit, wenn man ihren Sinn versteht. Da hat er nicht ganz Unrecht. Dann her damit. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Guckt's euch an. Da hat man mal 2 Minuten kurz sich hier bei Myxia in den Kurs reingesetzt und schon kann man die komplette Sprache von der ganzen Zivilisation. Myxia scheint ein guter Lehrer zu sein. Lehre mich die fremde Sprache. Es gibt nichts mehr, was ich dir noch zeigen könnte. Mhm. Du beherrschst jetzt die Sprache der Erbauer. Gott, würde ich mir das im echten Leben wünschen. Einfach 2-mal irgendwo hingeklickt und schon kann ich Spanisch und Russisch und Italienisch und was weiß ich noch alles. Okay, fangen wir mal an, die ganzen Dinger hier zu lesen. So, das war schon mal komplett nutzlos. Bogenschützen 3 ist genauso nutzlos. Armbrustschützen, ja. Ich werde wohl nicht mit der Armbrust schießen. Geschick ist ebenfalls nutzlos. Lebensenergie eigentlich auch. Was ich gerne hätte, wäre Stärke. Richtig viele Tafeln der Stärke. Lebensenergie ist zwar nicht per se nutzlos, aber ich werde das nicht unbedingt brauchen, glaube ich. Das wird Mana sein, genau. Das wird... Okay, Einhandkampf ist nicht schlecht, davon habe ich natürlich nur eine. Stärke 3 ist zum Beispiel cool und Zweihandkampf 3 ist cool. Eigentlich nicht. Moment mal, ich bin ja ein Einhänder. Ja, vergesst es. Ich spiele momentan ja noch eine Gothic-Mod und da bin ich zufällig Zweihänder. Aber Stärke war schon mal gar nicht übel. Reicht es vielleicht sogar für eine Waffe? Ich könnte eine Armbrust anziehen, einfach nur, weil es cool aussieht, aber...
Wirklich benutzen würde ich sie nicht. Paladinschwert. Auch 60 Schaden, hat aber keinen Einhand-Talent-Bonus. 70 Schaden, die Waffe gefällt mir aber nicht. Langschwert würde ich gern benutzen. Langschwert ist gerade so die nächste Waffe, die ich haben will. Aber wenn ich die Waffe ausziehe, das edle Schwert und irgendeine andere Waffe benutze, habe ich nur noch 58% Einhand. Von daher brauche ich, um den Meisterskill zu kriegen, die. Okay, soweit so gut. Ich würde sagen, ab ins Banditenlager, oder? Einmal zum Sumpf. Und dann ab ins Banditenlager. Ich glaube, nur für Fortuno gebe ich jetzt gleich mal einen Lernpunkt aus. Weil es gibt später eine Quest im Banditenlager, damit man Fortuno so einen bestimmten Trank brauen soll. Und dazu muss man wissen, wie man das Sekret aus diesen Blutfliegenstacheln entnimmt. Und wenn man nicht weiß, wie das geht, dann kippt Fortuno einfach um. Mein Gott, hat mir das Herz gebrochen. Oh, jetzt hat er mir die Erfahrung für den Krieger genommen. Da ist nichts zu holen. Verflucht noch eins. Naja. Links, links, rechts, rechts. Ich hätte vielleicht gleich hintergehen sollen und hätte den Sumpf da hinten noch fertig machen können mit Tora. Ich könnte mich auch schnell selbst hinterprüfen. Aber komm, jetzt ist egal. Jetzt rede ich mal kurz mit... Wen haben wir denn hier? Hallo, Edgar. Na, wie läuft's? Wie läuft's? Du willst wissen, wie es läuft? Ich sag dir, wie es läuft. Zuerst haben mich irgendwelche Piraten in stürmischer Nacht hergebracht. Mann, ich hab die ganze Nussschale vollgekotzt. Dann lässt Raven die Mine absperren, weil irgendwelche Idioten zu gierig auf das Gold sind. Und dann wird Franco Anführer der Jäger und bringt jeden um, der dagegen ist. Ich würde sagen, es läuft ziemlich mies. Das ist der typische Söldner- und Banditenhumor. Deswegen gehe ich so gern zu den Banditen und zu den Söldnern. Wie ist Franco zum Anführer geworden? Ganz einfach. Er hat Fletcher umgelegt. Der war vorher Anführer der Jäger. Fletcher war okay. Franco verarscht uns doch alle nur. Keine Sorge, Franco verarscht dich nicht mehr besonders lange. Kannst du mir was beibringen? Ich kenne mich mit Blutfliegen aus. Ich hasse diese miesen Biester noch mehr als Franco. Aber ich weiß, wie ich ihren toten Körpern die Stacheln und Flügel entreißen kann. Ja. Ja, entreißen. Oh, Edgar. Außerdem weiß ich, wie man das Sekret aus dem Stachel entfernt. Und das ist wichtig. Wenn du willst, kann ich dir den ganzen Kram beibringen. Umsonst ist hier draußen allerdings nichts. Ja, das ist wichtig. Wegen der Blutfliegen. Was willst du wissen? Ich muss wissen, wie man das Sekret aus dem Stachel entnehmen kann. Sonst kann ich nämlich diesen einen Trank später nicht brauen. Ich habe mal gedacht, dass man im Minental mit diesem Schriftstück, was ein Zimmer, also ein Stockwerk über Garon liegt, das auch lernen kann. Aber dieses Schriftstück bringt einem, glaube ich, nur bei, wie man den Stachel entzieht. Aber ich muss wissen, wie man das Sekret daraus entfernt. Wie kann ich das Sekret der Blutfliegen entnehmen? Schneide die oberste Schicht des Stachels längs auf. Dann läuft das heilende Sekret schon raus. Igitt. So ist es völlig ungefährlich, einen Stachel auszulutschen. Oder ihn für irgendwelche Tränke zu verwenden. Wenn Stachel aus... Überlegt mal, ihr geht im echten Leben irgendwo rum, findet irgend so eine Fliege oder irgend so ein Insekt, dann schlagt ihr das Viech erstmal tot, reißt ihr den Stachel aus und lutscht den Stachel aus. Pfui, Spinne. Kann ich dazu nur sagen. Pfui, Spinne. So. Jetzt. Ich queste aber erstmal für Franco, weil viele haben mir gesagt, sie gehen halt hin und legen Franco direkt um. Wo ich aber sage, warum? Man kann ruhig für Franco erstmal die Quests machen. Ich meine, natürlich ist er ein Arsch und so. Aber man kann für Franco erstmal questen. Das gibt nämlich gute Erfahrung. Und dann kann man ihn umlegen. Das werde ich auch machen. Wo ist er denn? Da vorne steht er. Hallo Franco! So, einmal abspeichern. Hallo Franco. Hey, was willst du hier? Willst du ins Lager? Ja. Ja, ich bin... Interessiert mich nicht, wer du bist. Ich bin Franco, ich bin hier der Anführer. Also, wenn du hier draußen einen guten Job machst, bringe ich dich ins Lager.
Ramon, der Torwächter, wird dir sagen, ob sie im Lager neue Leute brauchen. Sprich mit ihm. Werde ich machen. Schick mich jetzt rein. Ja, man könnte ihn einfach umlegen und dann wären wir gleich im Lager drin. Aber es gibt schon gute Erfahrungen, wenn man für ihn questet. Hey, was willst du? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du eine Erlaubnis fürs Lager hast. Franco schickt mich. Er will wissen, ob jemand im Lager gebraucht wird. Ja, wir brauchen jemanden. Gestern hat wieder einer von den Kerlen den Löffel abgegeben. Aha. Dieser Idiot hat sich mit Esteban angelegt. So. Wer ist Esteban? Der Anführer des unteren Lagers. Er entscheidet, wer in die Mine kommt. Esteban? Also sagt Franco, dass Torus nach einem neuen Mann verlangt. Alles klar? Torus? Der Torus? Torus? Der Torus? Ja, der Torus. Der Mann, der die neuen Leute anfordert. Der Mann, der entscheidet, ob und wann ein neuer Typ aus dem Sumpf ins Lager kommt. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du ihn von früher kennst. Nun, ja. Naja, ja. Pass auf. Jeder kennt Torus. Trotzdem kommst du nicht rein und ich werde ihm nichts ausrichten. Unfreundlich. Was für ein unfreundliches Pack. Ja, wenn ich sage, ich bin der neue Mann, da tut sich nicht allzu viel. Er würde mich trotzdem nicht reinlassen. Jetzt questen wir mal ein bisschen. Das dauert auch nicht lang. Also die Quests für Franco, nachdem man die grüne Steintafel schon geholt hat, das ist in 5 Minuten erledigt. Torus braucht einen neuen Mann. Gut, ich werde mich darum kümmern. Moment, was ist mit mir? Du hast noch nichts geleistet. Da hat er recht. Ich habe schon eine Menge geleistet, nur weißt du nichts davon. Okay, du willst eine Chance. Du kriegst deine Chance. Schwing deinen Hintern zu Logan. Die Sumpfhaie rücken ihm zu sehr auf die Pelle. Na dann los. Hilf ihm mit den Viechern fertig zu werden, dann bist du schon so gut wie im Lager. Ja, das wage ich jetzt zwar zu bezweifeln, aber ich gehe trotzdem mal rüber zu ihm. Er, glaube ich, handelt noch mit mir. Der Liebe, den brauche ich später sowieso nochmal. Hey, du. Den Miguel für Fortunus Trank. Was machst du hier? Suchst du irgendwas? Pflanzen. Ich suche Pflanzen. Das meiste Zeug, was hier wächst, lässt sich für irgendwas gebrauchen. Viele Pflanzen haben Heilwirkung. Und Sumpfkrautstängel kannst du rauchen. Ich weiß. Vor meiner Zeit in der Barriere habe ich bei einem Alchemisten gearbeitet. Ignaz. Komm, quatsch mir alles durch. Warum haben sie dich in die Barriere gebracht? Ich habe viel mit Tränken gearbeitet, die den Verstand beeinflussen. Mein Lehrmeister Ignaz hat eines Abends anstatt seinem Wein mein Experiment getrunken. Aha. Es hat ihn zeitweise unberechenbar gemacht. Und seitdem ist er etwas verwirrt. Ich weiß. Die Magier haben mich daraufhin in die Barriere werfen lassen. Forschung an verbotenem Wissen haben sie es genannt. Aha. Ja, ich kenne Ignaz. Was kannst du mir über das Lager erzählen? Nicht viel. Ich war selber noch nicht drin. Nur Ravens Leute waren von Anfang an dabei. Alle anderen, die später kamen, so wie ich, müssen warten, bis neue Leute angefordert werden. Ja, neue Leute werden angefordert, und zwar schon sehr bald. Woher bist du gekommen? Na, denselben Weg wie du, nehme ich an. Mit den Piraten, übers Meer. Das Tal hier ist komplett abgeschieden. Über Land gibt es keine Verbindung. Genau. Wann werden neue Leute angefordert? Na, wenn drin welche fehlen. Wenn sich ein Butler von einem Minecrawler fressen lässt, wird einer von uns reingelassen. Manchmal bringen sie sich auch gegenseitig um. Aber das ist in letzter Zeit besser geworden. Gut zu wissen. Raven hat den Zugang zur Mine irgendwie geregelt, sodass nicht alle gleichzeitig reinkommen. Aber wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. War ja noch nie drin. Ich weiß. Ich werde bald drin sein. Was kannst du mir beibringen? Kannst du mir was beibringen? Na, keine Zeit. Ich bin hier, um an Gold zu kommen. Und solange ich nicht ins Lager komme, verdiene ich mir eben was mit meinen Kräutern. Dann handel mit mir. Aber wenn du ein paar Tränke brauchst, ich habe noch welche dabei. Ja, aber glaube ich nichts Interessantes. Lass uns handeln. Ich glaube nichts Interessantes. Ja, ich kann mal eine Feldrübe mitnehmen. Ich glaube, die brauche ich gleich. Aber viel andere Tränke werde ich, denke ich, nicht brauchen. Zur Not weiß ich ja, wo ich die herkriege. Jetzt gehe ich aber erst kurz zu Logan und kümmere mich mal mit ihm zusammen um die Sumpfeier. Und dann ab rein ins Lager. Ach, die Klaue Belias, hört ihr sie schon? Ich sagte, hörst du sie schon? Die Klaue. Hörst du sie? Verzeihung. Viele sagen, dass die Klaue Belias ein bisschen blöd ist, weil ständig dieser Blitzschaden kommt und der nervt, aber ich finde, gerade der Blitzschaden macht die Klaue für mich so interessant. Zum einen sieht sie cool aus und zum anderen ist dieser Blitzschaden einfach geil. Und bei bestimmten Gegnerarten kann der Blitzschaden 3-4 Mal hintereinander kommen und den Gegner mit einem Schlag umhauen.
Schau an, ein neues Gesicht. Jawohl. Willst du nur im Weg rumstehen oder bist du gekommen, um mir zu helfen? Franco schickt mich. Er meint, du kannst Hilfe brauchen. Also, was gibt's? Genau. Die Sumpfhaie kommen mir ein bisschen zu nahe. Wird Zeit, ein paar von ihnen zu erledigen. Ja, dann würde ich sagen, los geht's. Lass uns die Sumpfhaie angreifen. Du hast begriffen, wie du hier weiterkommst. Gefällt mir. Psst. Hörst du sie? Hörst du das? Ja, ich höre sie. Ich auch. Verstehe. Und was machen wir jetzt? Sie kommen. Sie haben Appetit auf einen Happen Menschenfleisch. Wollen wir doch mal sehen, wer hier wen fressen wird. Jawohl. Auf geht's. Jawohl. Auf geht's. So. Lieber mal vorher abspeichern. Ich denke nicht, dass hier was passiert. Es sind doch vor allem nur junge Sumpfhaie. Interessant. Normalerweise waren es mal normale Sumpfhaie. Ah, da kommt noch einer. Ich glaube, selbst mit dem kritischen Schaden mache ich nicht wirklich viel mehr Schaden. Nur tote Sumpfhaie sind gute Sumpfhaie. Das wird ihren Brüdern eine Warnung sein. Ja. Alles klar, gibt's noch was zu tun? Sonst hau ich mal wieder ab. Mach das! Wenn du noch was lernen willst, du weißt, wo du mich finden kannst. Richtig. Jetzt wollte ich gerade noch irgendwas sagen, aber ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Ach ja, ich wollte mein Schild nochmal an- und ausziehen, weil ich habe momentan die normale Meisterhaltung von der Waffe. Und ich nehme mal wieder die neue Haltung her. Da. Ich glaube, wie gesagt, dass das passiert, wenn man abspeichert, während man eine Waffe draußen hat. Vielleicht ist mir das vorhin mal aus Versehen passiert oder so. Aber bevor ich ins Lager gehe, will ich den Sumpfhai noch töten. Der ist nämlich wichtig. Zack, zack. Mein Gott, ich mache überhaupt gar keinen Schaden. Ach ja, wegen dem kritischen Schaden. Ich mache halt momentan nicht wirklich viel Schaden, weil ich habe so wenig Stärke. Okay, das war keine gute Idee. Ich habe so wenig Stärke, dass ich selbst mit einem kritischen Treffer noch nicht wirklich viel Schaden mache. Okay, ab mit dir an die Wand. Ja, also der Schaden ist wirklich... Ich muss mal gucken, dass ich so bald wie möglich was in Stärke pumpe. Dadurch wird nämlich auch der Klauenschaden stärker. Ich meine, viel Schaden von der Klaue kommt vor allem daher, weil man halt diesen Blitzschaden hat. Aber natürlich macht die Klaue auch normalen Nahkampfschaden. Ich kipp gleich noch um. Ich spür's. Ich versuche nur mal die Animation ein bisschen zu lernen, weil Vorwärtsanimation gibt es zwei Angriffe. Wenn ich nach links drücke, gibt es immer nur dieses Drehen. Nach rechts macht er immer nur so einen einzelnen Seitenschlag. Und nach vorne macht er dieses Stechen. Und dann noch so einen zweiten. Genau, ich war wegen dem Loose-Schlüssel hier. Haut und Zähne eines Sumpfhais kann ich nehmen, obwohl ich es noch nicht gelernt habe. Ich glaube, dass die Sumpfhaie mal einzeln gegolten haben als Jagdtalent, dass man das erst lernen musste. Vielleicht kann ich das jetzt lernen, weil ich Reptilien heute und Zähne schon gelernt habe zu entnehmen. Ich meine, das hat man früher mal extra lernen müssen. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher. So, na hallo Tom. Warum sitzt du hier rum? Ich habe Ärger am Hals. Momentan ist es gesünder, wenn ich mich nicht mehr im Lager blicken lasse. Ich habe Ärger am Hals. Was ist los? Ich hatte ziemlich gute Beziehungen zu einigen der Piraten, verstehst du? Hab mich mit den Jungs immer vor ihrem Lager getroffen und gehandelt. Mann, ich hab für das halbe Lager eingekauft. Tom bringt mir dies, Tom bringt mir das. Und dann haut dieser Mistkerl Esteban dazwischen. Oh ja. Was ist passiert? Esteban hat Juan geschickt. Einen von seinen Jungs. Der Mistkerl hat uns aufgelauert. Ich war gerade dabei, mit den Piraten den Deal zu machen. Da kam er aus dem Dunkeln und hat sie mit zwei Schlägen niedergemacht. Mann, der Typ ist schnell. Aber nicht schnell genug. Ich konnte ihm entwischen. Ja, ich werde mich mal mit Juan und Esteban unterhalten. Und seit dem Überfall versteckst du dich hier? Ich bin zuerst zurück ins Lager und habe Fisk, Huno und den anderen Bescheid gesagt, dass sie ihre Lieferung vergessen können. Und dass Esteban hinter der Sache steckt. Wenn Esteban rausfindet, dass ich den anderen gesagt habe, dass er für die Sache verantwortlich ist,
bin ich tot. Bin ich tot. Deswegen gehe ich nicht zurück ins Lager. Und sonst so? Und sonst? Sonst? Sonst sitze ich hier rum und zähle Steine. Klingt nach einer schönen Freizeitbeschäftigung. So, bevor ich in den ganzen Boden voll Blut, schlafe ich einmal schnell. Und dann gehe ich mal zurück ins Lager. Jetzt habe ich nämlich alles erledigt. Das ist nämlich die eine Quest, die ich jetzt bei Franco abgeben kann, zusammen mit der Steintafel. Wunderbar. Und schon gibt's einen ordentlichen Batzen Erfahrung. Dann kann ich Franco umhauen und dann geht's weiter. Allerdings werde ich jetzt mal die Animation... Ich bin mir nicht sicher, ob ich gerne mit einem Schild kämpfe. Ich muss sagen, dass es mir leichter fällt, so zu kämpfen. Weil so habe ich schöne Kombinationen, die ich aneinander reihen kann. Und das mit dem Schild habe ich irgendwie noch nicht so raus. Ich weiß nicht, ob man diese Animationen aneinander reihen kann. Man kann eh nur einen Schlag am Gegner machen und dann weicht er aus oder blockt oder so. Das sieht ein bisschen schneller aus. Ich habe übrigens Logan geholfen. Ich habe Logan geholfen. Okay, du hast gegen die Sumpfhaie gekämpft. Du bist zu gebrauchen, zumindest mehr als die meisten Typen hier. Mhm. Darf ich jetzt endlich ins Lager? Also, kann ich jetzt ins Lager? Pass auf. Es gibt nur noch eine Sache, für die ich dich brauche. Ach. Vor ein paar Tagen habe ich Edgar in den Sumpf geschickt. Er sollte mir eine alte Steintafel besorgen. Aber seitdem hat er sich nicht mehr blicken lassen. Sieh nach, was er treibt und bring mir diese verdammte Steintafel. Jawohl. Die habe ich zufällig schon dabei. Hier ist sie. Hier ist die Steintafel. Genau. Gut, sehr gut. Raven wird mit dir zufrieden sein. Das glaube ich nicht. Darf ich jetzt endlich ins Lager? Was ist jetzt mit dem Lager? Kann ich endlich rein? Nein, ich habe Logan reingeschickt. Er stand vor dir auf der Liste. Und für einen weiteren Mann ist zurzeit kein Bedarf im Lager. Außerdem kann ich dich hier gut gebrauchen. Jetzt, wo Logan nicht mehr da ist. Oh, Franco. Wie sieht's eigentlich mit Gold aus? Wie sieht's aus mit Gold? Ich brauch's nicht. Was? Kriege ich auch was für meine Arbeit hier im Sumpf? Du willst Gold? Klar, wie viel willst du? 50 Goldbrocken, 100? Ich gebe dir so viel Gold, wie du tragen kannst. Was glaubst du, wer du bist? Willst du mich verarschen? Jetzt schieb ab und tu was! Sonst gibt's nicht mal einen Goldkrümel für dich! Jetzt mache ich ihn platt. Ohne abzuspeichern wird klappen. Wobei, ich habe eh von einer Minute abgespeichert, aber... Eigentlich ist es egal, was ich sag. Schick mich jetzt, komm hier. Schick mich jetzt rein. Und was, wenn ich Nein sage? Dann warte ich eben noch ein bisschen. Genau. Ich wollte den anderen Dialog hören. Wenn ich das da sage, weil da finde ich seine Antwort so cool. Du mieser kleiner Wicht. Du Schwein. Ich mach dich fertig. Du mieser kleiner Wicht. Willst du dich mit mir anlegen? Na, wacht. Du mieser kleiner Wicht. Ja, so ist gut. Wieso macht denn ständig diese komischen Überkopfschläge da? Oh. diese Animation, ne? Wenn du so zwei Mods gleichzeitig spielst, die Animation so ein bisschen abändern, da diese... Ach, dieser Überkopf... Oh Gott. Ich weiß gar nicht, an welcher Stelle ich anfangen soll, mir eine Ausrede einfallen zu lassen, warum ich verloren habe. Ich schieb's mal auf die Animation, du mieser kleiner Wicht. So, jetzt aber. Du Schwein, ich mach dich fertig. Du mieser kleiner Wicht. Willst du dich mit mir anlegen? Na, warte! So, jetzt habe ich schon mal zwei Schläge vorausgekriegt. Sag schon! Au, au, au! Da geht er dahin, der Franco. Er hat ein ziemlich cooles Amulett dabei. Frankos Amulett. Mal kurz gucken. Ich glaube, ich habe noch überhaupt gar kein Amulett anliegen, oder? Ja, also kann ich das anlegen. Stärkebonus 4 ist ganz cool. Der Lebensenergiebonus, den brauche ich jetzt nicht so dringend, aber... Stärkebonus hat schon was für sich. So, hallo Ramon. Hey, was ist da unten passiert? Ich habe Franco umgehauen. Genau. So? Dann ist das jetzt deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die faulen Säcke jeden Tag ihre Arbeit machen. Hey, ich bin nicht hier, um mich mit Jägern rumzuärgern. Ich will ins Lager. Genau. Nichts da. Du hast Franco umgehauen. Du bist jetzt der Anführer. Also, mach deinen Job. Wenn ich der Anführer bin, dann kann ich bestimmen, wer als nächstes reinkommt. Und ich bestimme, dass ich als nächster reinkomme. Ja, ganz so einfach ist es nicht. Wir haben niemanden angefordert, also kommt auch niemand rein. Torus kann doch einen neuen Anführer für die Jäger schicken. Dann wird drinnen ein Platz für mich frei. Genau.
Du gibst nicht auf, was? Okay, dann schieb deinen Hintern rein. Taurus wird sich darum kümmern, dass die Jäger nicht ohne Anführer leben müssen. Schön. Worauf wartest du noch? Und besorg dir eine Spitzhacke. Werde ich. So einfach kann das gehen. Alles klar, dieser Bandit hat eine interessante Information für uns. Mal gucken, ob ich sie aus ihm rauspressen kann. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass er mir antwortet. Ich werde es aber trotzdem mal probieren. Wie komme ich schnell an viel Gold? Gute Frage. Sind wir nicht alle deshalb hier? Ich habe dich gefragt. Wie komme ich schnell an viel Gold? Gute Frage. Sind wir nicht alle deshalb hier? Ich habe dich gefragt, wie ich schnell an viel Gold komme. Wie komme ich schnell an viel Gold? Sag mal, willst du mich verarschen? Verpiss dich! Nein, ich habe dich gefragt. Wie komme ich schnell an viel Gold? Gute Frage. Sind wir nicht alle deshalb hier? Ja, ich bin deshalb hier. Ich habe dich gefragt. Wie komme ich schnell an viel Gold? Gute Frage. Sind wir nicht alle deshalb hier? Ich glaube, einmal muss ich ihn noch fragen. Halt. Jetzt scroll ich immer dran vorbei. Wie komme ich schnell an viel Gold? Gute Frage. Sind wir nicht alle deshalb hier? Sind wir nicht alle deshalb hier? Sieh einfach zu, dass du einen roten Stein von Taurus bekommst. Dann kannst du in die Mine. Übrigens. Wie komme ich schnell an viel Gold? Gute Frage. Sind wir nicht alle deshalb hier? Sind wir nicht alle deshalb hier? Wie komme ich schnell an viel Gold? So, jetzt ist Schluss mit lustig. Ich habe übrigens den zweiten Dialog mit Taurus immer weggeklickt, weil sonst höre ich das alle zwei Sekunden. Der haut mich um, oder? Ja, gibt's. Gute Frage. Sind wir nicht alle deshalb... Ich habe so eine gammelige Reichweite, wisst ihr? Wenn man den Kampf schon anfängt und dann trotzdem verliert, das ist noch mal so peinlich. Aber diese Reichweite von der Waffe ist so gammelig. Das ist echt der Hammer. Paladin hat zumindest mehr Reichweite. Jetzt bin ich zwar kein Meister mehr. Kann ich den lernen? Ich habe 12 Lernpunkte. Wisst ihr, was ich jetzt extra mache? Ich latsche jetzt den ganzen Weg bis zum Piratenlager zurück. Nur um die letzten 2% Einhandtalent zu lernen, damit ich wieder Meister bin. Weil diese Reichweite von der anderen Waffe ist einfach... Ach ja, Fingerschnippkünste, passt auf. Und Gott sei Dank interessiert es niemanden, dass ich... Wo ist denn morgen? Dass ich eine Banditenrüstung anhabe. Ach ja, morgen, die faule Sau, schicke ich zum Brettersägen. Francis sägt auch. Hallo Francis. Wegen dir lässt mich Greg jetzt hier Bretter sägen, bis es auf der ganzen Insel kein Holz mehr gibt. Lass mich bloß in Ruhe. Hallo, das ist deine Schuld. Toll. Jetzt hat Greg mich zum Brettersägen verdammt. Pech gehabt. Übrigens, unterrichte mich. Gibt's sonst noch was für mich das zu tun? Das wollte ich nicht fragen. Da fragst du am besten den Captain. Das wollte ich auch. Unterrichte mich. Ich brauche Zack-Zick, Zack-Zuck und schon bin ich wieder Meister. In Zukunft musst du noch lernen, mehr Kraft in deine Schläge zu legen. Krieg ich hin. Da hat er so gerecht. Ich brauche einfach nur noch mehr Stärke. 60% Meister. Und dann würde ich sagen, diesmal ohne Schnipsen, ab zurück ins Banditenlager. Genau diese 2% werden den Unterschied machen. So, jetzt komm her. Übrigens... Wie komme ich schnell an viel Gold? Ja, seine Antworten kann ich jetzt mal wegmachen. Wie komme ich schnell an viel Gold? Gute Frage. Sind wir nicht alle deshalb hier? Weil er hat immer noch einen zweiten Dialog, den ich immer wegklicke, sonst dauert es zu lang. Wie komme ich schnell an viel Gold? Sag mal, willst du mich verarschen? Verpiss dich! Komm her, nochmal. Wie komme ich schnell an viel Gold? Gute Frage! Wie komme ich schnell an viel Gold? Gute Frage! Und ein letztes Mal? Wie komme ich schnell an viel Gold? So, jetzt ist Schluss mit lustig. Schon wieder dieser blöde Überkopfschlag. Wieso versau ich das denn jetzt die ganze Zeit? Zeig's ihm! Echt mal, Bandit, schlag doch zurück. Das tat weh. Puh, der tötet mich schon wieder, oder? Ich hab hoffentlich gespeichert, oder? Ich bin eine ganz schön arme Wurst, ne? So häufig bin ich schon lange nicht mehr gestorben. Habe ich gespeichert? Ja, Gott sei Dank. Ey, so häufig bin ich an dem schon lange nicht mehr gestorben. Wartet mal. Diesmal schaffe ich es. Jetzt ist Schluss mit lustig. Wie komme ich schnell an viel Gold? Nein, ich verarsche dich nicht. Wie komme ich schnell an viel Gold?
Und wie komme ich schnell an viel Gold? Wie komme ich schnell an viel Gold? So, jetzt ist Schluss mit lustig. Den werde ich doch jetzt mal schaffen, oder? Zeig's ihm! Zeig's ihm! Ich mache einfach zu wenig Schaden. Ich muss wieder ein bisschen die anderen Animationen hier überhaupt reinkriegen. Weil ich spiele ja momentan Returning. Und es hat am Kampfsystem ziemlich viel verändert. Das kann ich euch sagen. Jetzt habe ich immer noch nicht rausgefunden, wie schnell an viel Gold kommen, aber es ist, wie es ist. Ah, wen haben wir denn da? Ah. Sieh an. Das bist ja du. Ja. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Ja, ich bin ich, danke. Sag mir zuerst die schlechte Nachricht. Raven sucht dich. Seine Gardisten suchen dich. Eigentlich suchen dich alle was. Ich weiß. Und wenn sie dich entdecken, werden sie dich töten. Das haben schon viele versucht. Dann ist deine Kampfkunst so groß wie deine Gerissenheit. Mit einer unserer Rüstungen ins Lager zu kommen, das ist wie das Schaf, das zu den Wölfen kommt. Dein Leben hängt an einem dünnen Faden, Sohn der Gefahr. Ich weiß. Und was ist denn die gute? Und was ist die gute Nachricht? Nun, ich weiß zwar nicht warum, aber du hast dir ein paar mächtige Feinde gemacht. Mhm. Du kannst von Glück reden, dass ich dich erkannt habe und kein anderer. Ja, ja. Denn ich bin verständnisvoll und umgänglich. Natürlich. Wie viel willst du? Oh nein, bitte. Ich will doch kein Gold von dir erpressen. Ach. Das würde mir im Traum nicht einfallen. Was willst du dann? Vor kurzem hat jemand versucht, Esteban aus dem Weg zu räumen. Er ist jedoch an seinen Leibwachen gescheitert. Geh zu Esteban und sprich mit ihm. Danach unterhalten wir uns noch einmal. Die Klaue Belias. Ich höre sie. Sehr, sehr bald. Jetzt steht Fisk auf einmal da oben. Normalerweise steht Fisk ziemlich genau hier. Aber jetzt steht Fisk da oben rum. Ich sag mal Hallo zu Esteban. Du bist also der Kerl, der sich ins Lager gekämpft hat. Musste ich ja. Das hat sich ja schnell rumgesprochen. Franco war eine harte Nuss. Niemand hat sich mit ihm angelegt. Niemand. Außer dir. Nur damit das klar ist, wenn du versuchst, den gleichen Scheiß bei mir abzuziehen, dann mache ich dich fertig. Naja, deine Leibwachen machen mich eher fertig. Ich will in die Mine. Natürlich willst du das. Da bist du bei mir genau richtig. Denn jeder, der in der Mine schürft, darf einen fetten Anteil vom Gold behalten. Und ich verteile die roten Steine, die du brauchst, damit Torus dich durchlässt. Und ich verteile die roten Steine. Gib mir so einen. Gib mir so einen roten Stein. Okay, aber den gibt's nicht umsonst. Für gewöhnlich verlange ich einen Teil des Goldes, den die Jungs fürs Schürfen bekommen. Wie sieht's denn mit deinen Kenntnissen übers Goldhacken aus, hä? Du verstehst ja nicht gerade viel davon. Nee. Wenn ich dir einen roten Stein gebe, dann nicht, weil du so ein toller Buddler bist. Nein. Nein. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Lass hören. Was für eine Aufgabe ist das? Einer der Banditen hatte vor, mich zu töten, aber stattdessen haben meine Wachen ihn getötet. Er war wohl scharf auf deinen Posten, was? Er war ein Idiot. Ein Schläger ohne Verstand. Von allein wäre er nie auf die Idee gekommen, sich mit mir anzulegen. Nein, er hat den Auftrag nur ausgeführt. Geschickt wurde er von jemand anders. Ich soll also rausfinden, wer dahinter steckt. Wer auch immer mir diesen Attentäter geschickt hat, er muss dafür bezahlen. Finde ihn. Und ich lasse dich in die Mine. Wegen dieser Sache hat Senyan mich zu dir geschickt. Senyan? Er arbeitet auch für mich. Ich habe ihm gesagt, er soll die Augen aufhalten. Und das tut er. Ja, dann werde ich mal losziehen. Auch hier könnte man sich schnell durchkämpfen. Wenn man jetzt sagt, gib mir jetzt den roten Stein oder ich werde ihn mir holen, könnte man hier einfach Esteban und seine zwei Wachen umlegen und direkt weiter hochgehen zu Torus. Aber ich queste wieder für ihn. Es gibt halt Erfahrung. Wie soll ich vorgehen? Jeder hier im Lager weiß davon. Du spielst also mit offenen Karten. Versuche herauszufinden, wer auf meiner Seite steht und wer nicht. Und lass dich nicht von den Kerlen verarschen. Hab ich nicht vor. Sprich mit Snuff. Der dicke Koch kriegt eine Menge mit. Snuff. Wieso höre ich wieder Fleischwanzen-Röku? Diese beiden Banditen sind, glaube ich, auch neu. Kann ich euch fragen, wo es hier viel Gold... Oh, den kann ich auch fragen. Der hat aber... Interessant, guckt euch mal seine Rüstung an. Dann frage ich den auch mal. Übrigens, wie komme ich mir dann viel Gold? Gute Frage. Sind wir nicht alle deshalb hier? Ich kann meine Waffen. Geh einfach zu, dass du ein. Ja, ich kann meine Waffe nochmal wegpacken. Übrigens, wie komme ich schnell an viel Gold?
Gute Frage. Gute Frage, übrigens. So, jetzt ist Schluss mit lustig. Ah, der greift mich jetzt sogar schon direkt an. Das gibt's doch gar nicht. Ohne einmal zu blocken, einfach nur durchprügeln. Normalerweise stehen die, glaube ich, hier. Ich glaube, die wurden nur umpositioniert. Also hier stand auch mal ein Bandit hier so am Lagerfeuer, beziehungsweise hat, glaube ich, in die Richtung so geguckt. Und den konnte man dann fragen, wie man schnell an viel Gold kommt. Ich glaube, die beiden wurden einfach nur hier runter versetzt. Wie er guckt. Du hast aber einen ganz schön mächtigen Überbiss. Das sieht schon lustig aus. Naja, verarschen wir jetzt mal die Leute nicht wegen ihrem Aussehen. Aber es wird mal... Ich habe schon lange keinen mehr umgebracht, oder? Es wird mal höchste Zeit, dass ich mal wieder jemanden umbringen. Hallo, Senjan. Ich glaube, du musst sterben. Ich habe mit Esteban gesprochen. Und er hat dir von dem Attentat erzählt? Mhm. Er hat mich beauftragt, denjenigen zu finden, der den Attentäter geschickt hat. Weißt du was darüber? Nicht mehr als du. Ich bin ebenfalls auf der Suche nach diesem Auftraggeber. Und jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Ich höre. Lass hören. Ich will, dass du deinen Job gut machst. Ich will, dass du diesen Verräter findest. Und wenn du ihn gefunden hast, will ich, dass du ihn für mich tötest. Die Belohnung kassiere dann ich. Ich habe deinen Steckbrief. Ich habe deinen Steckbrief, ich vergiss weiß. Das nicht. Mach deine Arbeit und mach sie gut. Du kannst dir denken, was sonst passiert. Ich habe für Senjan, glaube ich, noch nie wirklich gearbeitet. Ich werde es auch dieses Mal nicht tun. Vergiss es. Wozu brauche ich dich dann noch, du Penner? Hey, Leute, seht mal, wen wir hier haben. Wen haben wir denn hier, Senjan? Zeig's ihm! Gib's ihm! Ja, gib's ihm! Vor allem, wie das niemanden interessiert, du gehst hier durch die Stadt durch. Stadt. Und prügelst einfach und mordest und keinen interessiert's. Die Straßen gepflastert mit Leichen und keinen interessiert's. Hey. Sag mal, warum hat Senjan gerufen? Seht mal, wen wir hier haben. Unbezahlte Rechnungen. Hast du damit ein Problem? Nein, Mann, damit habe ich kein Problem. Ganz im Gegenteil. Der Mistkerl hat für Esteban gearbeitet. Interessant. Da haben wir doch schon unsere erste Quelle zum Attentat. Du siehst aus wie ein Buddler. Ich bin ein Buddler. Als ich das letzte Mal in der Mine war, habe ich geschuftet wie ein Blöder. Ach, hast du das? Er sagt ja immer, ich bin ein Buddler und das Bin ist extra groß geschrieben. Seitdem ich Gothic spiele, hätte ich mir gewünscht, dass der das anders betont hätte. Der Held sagt, du siehst aus wie ein Butler. Und dann hätte Emilie sagen sollen, ich bin ein Butler. Es ist auch extra noch groß geschrieben im Untertitel. Irgendwie stört mich das von Anfang an, dass er das nicht anders betont. Was passiert mit dem Gold aus der Mine? Torus sammelt es ein und verteilt es. Keiner darf behalten, was er geschürft hat. Jeder bekommt nur einen Teil des Goldes, damit auch die Jäger und Wachen nicht leer ausgehen. Ich find's okay, seit dieser Regelung gibt es weniger Tote und die Schürfer bekommen immer noch mehr als die Typen, die draußen rumhängen. Na, guck an. Ist ein gutes System. Finde ich. Da hat sich Raven was einfallen lassen. Was weißt du über das Attentat? Hey Mann, damit habe ich nichts zu tun. Der spuckt schon noch aus. Warum bist du jetzt nicht in der Mine? Ich war lang genug in der Mine und hab bis zum Umfallen geackert. Jetzt brauche ich erstmal ein paar Tage Ruhe, bevor ich mir meinen nächsten roten Stein hole. Was weißt du über das Attentat? Gar nichts. Ich glaube schon. Was hat es mit diesem roten Stein auf sich? Das ist eine Sache, die sich Torus und Esteban ausgedacht haben. Torus kümmert sich um die Goldverteilung und Esteban organisiert die Arbeiter für die Mine. Er will natürlich nicht jedes Mal zu Torus rennen, wenn er jemanden in die Mine schickt. Deshalb drückt er uns einfach eine dieser roten Steintafeln in die Hand und Torus lässt uns dann rein. Ist wie eine Eintrittskarte. Ja, davon werde ich auch bald eine haben. Ich weiß noch nicht warum, aber in den Untertiteln fallen mir irgendwie Rechtschreibfehler endschnell auf. Habt ihr gerade gesehen, dass organisiert falsch geschrieben war? Oder hab's ich falsch gesehen? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie fällt mir sowas auf. Was hast du gegen Esteban? Das Schwein denkt nur ans Abkassieren. Alle paar Tage wird einer von uns von einem Crawler gefressen. Aber Esteban will einfach keine Kämpfer in die Mine schicken. Ich gehe. Und warum? Die Typen gehören zu Ravens Leibgarde und Esteban hat Schiss, ihnen was zu sagen. Ich kümmere mich drum. Stattdessen lässt er uns lieber verrecken. Keine Sorge. Stattdessen lässt er uns lieber verrecken. Ich werde mich um die Minecrawler kümmern, aber nicht jetzt, sondern... in der nächsten Runde vielleicht. Ich weiß ja nicht, ob ich bis zu den Minecrawlern und zu Bloodwind hochkomme. Ich gehe aber mal schon mal stark davon aus. Denn
Ich würde mal sagen, willkommen im Banditenlager. Und ja, in der nächsten Runde questen wir uns da mal ein bisschen durch. Und langsam aber sicher zum einen zu Bloodwyn, den ich ziemlich cool finde, obwohl ich ihn leider töten muss. Und zu Raven. Wobei Raven dauert noch ein paar Minuten. Aber Bloodwyn werden wir sehen. Du mieser Hund. Gott, wie ich dieses Zitat von Bloodwyn liebe. Egal, bevor ich noch mehr Unsinn rede, soll ich mir wieder... Das erinnert mich an das Ende von der letzten Folge. Mit irgendeinem Gothic-Zitat beendet und die müssen dann ja abrupt enden, weil wenn ich jetzt... Weil das wäre dann, glaube ich, peinlich. Oder das wäre irgendwie so diese peinliche Stille, wenn man das Gothic-Zitat raushaut und dann passiert danach sekundenlang nichts. Zum Beispiel, letztes Mal habe ich aufgehört mit "Passt auf eure Rücken auf!" Und dieses Mal mit Pause dazwischen, wie wär's mit... Was sagen die Butler noch? Scheiße, nichts wie weg! Und dann sitze ich so da und dann passiert nichts mehr. Von daher bleiben wir einfach bei dem ganz normalen Tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Der haut einfach ab.